Heute geht es um das Thema rechtliche Besonderheiten beim Dropshipping. Ich habe hier einen Volljuristen an der Seite und der beantwortet die häufigsten Fragen zu dem Thema Recht und Haftung bei Dropshipping. Es hat einfach unheimlich ein bisschen Zeit gedauert. Ich habe das ja schon angekündigt. Wir werden dem Thema hier rechtliche Besonderheiten mal auf den Grund gehen. Ich habe tatsächlich hier einen Volljuristen gefunden, auch wie angekündigt vom Händlerbund. Er ist eine großartige Sache und wir werden uns wirklich jetzt hier mal die wichtigsten Fakten ansehen zu dem Thema. Ja, wer haftet denn eigentlich bei Retouren? Wie war das nochmal mit der Verpackungsverordnung? Also es gibt ja eine richtig große Latte hier eigentlich an Problemen, die man als Dropshipping-Händler rein juristisch auf dem Schirm hat. Und viele, viele Fragen dazu erreichen mich auch immer. Und ich habe mich ja mal an einem Posting versucht, erinnert euch vielleicht. Und das war nicht ganz so valide, ja, weil ich auch kein Jurist bin. Ich habe dann aus meiner eigenen Erfahrung gesprochen zu dem Thema zum Beispiel, ist ja auch ganz wichtig, Jugendschutzgesetz, ja, wo ich dann ganz früher meine allererste Abmahnung bekommen habe. Das war so, da muss ich 16, 17 gewesen sein, die Ecke. Da habe ich das, PlayStation 2 war das meines Erachtens Spiel, auf jeden Fall war das Bulletproof mit 50 Cent, ein Action-Shooter, Eco-Shooter und der war ab 18, eine Uncut-Würsten und ich habe die schön verkauft in meinem Restposten-Shop. Hat sich super verkauft, bis ich irgendwann eine Abmahnung gekriegt habe, da wurde mir bewusst, Spielwaren, insbesondere natürlich solche Gamblings mit 18 Jahren und so weiter, gibt es natürlich eine gewisse Prüfung, muss erstmal gucken, ist er volljährig und so weiter. Habe ich dann angefangen mit diesen ganzen Sachen aufgrund der Abmahnung erstmal auseinanderzusetzen und habe dann auch angefangen, einen Rechtsanwalt zu suchen, Thema rechtssichere AGB, ja, weil es auch sowas, viele nutzen irgendwelche Generatoren und so weiter fürs Impressum, für die Datenschutzerklärung und auch fürs Widerrufsrecht, AGB als solches. Und ich sage an der Stelle gar nicht, dass die falsch sind und so weiter, aber man muss natürlich einfach denken, wenn man so etwas zusammen konfiguriert und auch wenn das valide ist, es ist natürlich in aller Regel so, dass dann keine Haftungsübernahme stattfindet. Also wenn du abgemahnt wirst, kannst du nicht sagen, naja, ich habe das doch aber hier zusammen konfiguriert mit dem und dem, ja. Das funktioniert dann einfach nicht und deswegen macht es vielleicht Sinn, auch hier mal ganz wenige Euro, wir reden manchmal von 10 Euro oder so im Monat, die du einfach investieren musst, dann ist das Ding rechtssicher und wenn du wirklich abgemahnt bist aufgrund dessen, dann, wie gesagt, übernimmt auch der Anwalt, der Jurist eben die Haftung und das ist das Gute. Ihr habt jetzt erstmal hier die ganzen Fakten, es ist zusammengetragen worden aufgrund der ganzen Fragen, die mich erreicht haben die letzten Wochen hier zu dem Thema Dropshipping und Rechtlichen, deswegen hier jetzt erstmal zunächst die ganzen Fakten und die Antworten hier. Und im Anschluss, falls ihr dann sagt, naja, das ist eine geile Sache, Thema Konfigurator, was wir eben hatten, habt ihr sogar die Möglichkeit, richtig schön zu sparen, wenn ihr euch für eine Kooperation mit dem Händlerbund hier im Prinzip entscheidet. Ich habe da einen Rabattcode für euch aushandeln dürfen. Das Ganze findet ihr hier unter dem Video in diesem Link in einem Blog-Video. Das heißt, ich habe die ganzen Sachen hier in einem Blog, ja, schwarz auf weiß für euch zusammenschreiben lassen. Deswegen gehe ich hier auf die einzelnen rechtlichen Punkte in dem Video gar nicht so ein. Das hat einfach nur einen Hintergrund, ich habe mich damals dran versucht und ich glaube, es ist ein sehr komplexes Thema und es sollte einfach auch 100% den Fakten entsprechen. Und deswegen, wenn du jetzt alles erfahren möchtest zu den rechtlichen Besonderheiten im Dropshipping, drücke einfach hier einmal auf diesen Link unterhalb dieses Videos, du kommst direkt in unseren Blog raus und dort habe ich den kompletten Beitrag von unserem Gastautor und Volljuristen hier vom Händlerbund für euch abgedruckt. Lest euch einfach durch und wenn ihr durchhaltet bis zum Schluss und alle Fragen im Prinzip jetzt hier beantwortet werden, dann werdet ihr, wie gesagt, auch noch mit einem Rabatt belohnt, falls ihr euch dazu entscheidet, jetzt eure Sache rechtssicher hier in Angriff zu nehmen. Ja, ich freue mich, dass wir es endlich geschafft haben, diesen so wertvollen Beitrag hier zusammenzuzimmern. Ich danke auch hier natürlich wieder heute fürs Einschalten und ich denke, ihr versteht, warum wir das Ganze lieber zum Nachlesen machen, schwarz auf weiß. Das Gute ist, ihr könnt euch natürlich auch direkt an den Händlerbund wenden in Form dieser Pakete, aber auch wenn ihr solche individuellen Fragen habt zum rechtlichen Thema. Und deswegen, ja, nutzt die Initiative, klickt den Link und informiert euch zu den rechtlichen Besonderheiten im Dropshipping-Business.